Hallo und willkommen zum Portal 2 Singleplayer Workshop. Wieder bei Demon Arisen zu Gast und es geht weiter mit Stranger Than Friction. Wohlgemerkt nicht Fiction, sondern Friction. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie... Ob das was zu bedeuten hat. Also Friction müsste ja Reibung sein. Also Stranger ist merkwürdiger. Stranger kann aber auch der Fremde sein. Ich habe keine Ahnung, wie man das alles übersetzen kann. Merkwürdiger als Reibung wird es ja wohl nicht wortwörtlich sein. Vielleicht kann man das besser übersetzen, nur ich nicht. Okay, es muss wieder ein Item hier hin. Und dann bin ich hier raus. Nur sage ich, da komme ich nicht durch. Hier habe ich zwar eine weiße Fläche, aber wo komme ich denn bitte an? Da. Aha. Sehr interessant. Hier ist gar nichts. Wird das was mit... am Ende mit... Nee. Keine Ahnung. Als wenn man hier normalerweise reinfällt. Also ich wollte sagen, wird das was mit Portalgel am Ende. So, jetzt kann ich darüber. Also erstmal sehe ich Beschleunigungsgel. Ups. Woher kann man denn hier mal was richtig... Ach nö. Okay, alles klar. Das kriegen wir so hin. Dann haben wir hier eine schöne lange Bahn, ja? Flatsch. So. Ja, dann kann ich darüber... Achso, wäre ich sonst hier gar... Oh! Gar nicht mehr weggekommen. Warte mal. Das ist jetzt aber mühsam, oder? Wenn ich das jetzt hier um die Ecke rumleiten muss. In so Stückchen. Hey, ein bisschen was habe ich mitgenommen. Ja, das wäre schon mühsam, ne? Ich fürchte, ich muss es machen. Es sei denn, ich kann... Nee, ich kann irgendwann mal was reinziehen. Okay, dann machen wir das anders. Also ich hätte es auf die mühsame Art geschafft. So, jetzt erstmal voll durchs Gel durch, Achtung. So. Aber ich kann ja jetzt... Upsa, Gel reinziehen. Und dann wieder rausdrücken. Ich denke mal, das ist bequemer von hier aus, ne? So, gib mir. Jetzt hört es ein bisschen auf, weil es nicht ewig viel darstellen kann in Portal. Deswegen ist der Hauptteil jetzt dort. Den können wir mal beobachten. Und dann fällt der auch gleich. Wusch, müsste reichen. Okay, also hier kann man... Oh. Ach so. Dann kann man dann auch nochmal hoch. Da rufe ich einen Würfel, oder wie war das? Aha, okay. Ist alles nicht so schwer bisher. Das mit der Reibung habe ich auch verstanden. Oh, warte mal. Muss ich den vielleicht direkt rüber transportieren? Muss ich eigentlich auch nicht. Ich gehe jetzt ja selber darüber. So, keine Ahnung. Ich muss mal gucken, was ich dann da hinten brauche. So, jetzt. Da ist ja auch noch was. Das ist ja auch noch sehr verdächtig. Ach nee, da kam ich her. Was gab es denn da noch gleich? Da gab es dieses komische... Von der Decke eine Fläche. Da gab es eine Fläche. Okay, ich würde gerne... Nee, geht auch nicht. Also ich kann in keine Fläche reinspringen. Vielleicht nehme ich mal den Strahl irgendwie mit. Aber ich wüsste noch nicht, was er mir hilft, weil da hochkomme ich... Achso, der Würfel muss darauf, damit der Strahl mich da hochzieht. Ja gut, dann muss er doch zurück. Jetzt wird er eventuell auch eben orange. Aber das ist nicht so schlimm. Ein orangener Würfel ist lange nicht so schlimm wie ein blauer Würfel, ne? Weil der bleibt wenigstens ruhig liegen, wenn man ihn in Ruhe lässt. Aber ich kann ihn auch abwaschen, warum auch immer. Ah, plupp. Ich kann tatsächlich hier nicht zurückspringen, ne? Muss ich aber auch nicht. Also per Weg, so meine ich. So, jetzt habe ich einen Ziehstrahl, der natürlich an der Stelle nochmal einen Moment stört. Aber... Oh! Ich kann... Oh. Ich kann hier reinspringen? Also, jetzt kann ich mich zurückziehen. Jetzt muss ich mal gucken, was...
Also da will ich hin. Was passiert eigentlich, wenn ich mich... Oh, ich glaube, hier passiert was Sinnvolles. Ja. Nee, auch nicht. Oh je. Warte, kann ich das von hier oben treffen? Nein, da kann ich nicht durchschießen. Ich wollte jetzt irgendwie die Möglichkeit nutzen, da mein Portal umzuschießen. Dass ich von hier aus da reingehe und da aus der Schrägen rauskomme, ist klar, ne? Aber dafür musste ich auch erstmal hier rüber. So, jetzt habe ich leider... Jetzt komme ich ja da aus der Decke raus. Das ist ja eher blöd. Warte mal, ich war aber in der Quelle. Ich probiere es nochmal. Vielleicht hätte ich früher umschießen müssen. Von wo konnte ich denn noch umschießen? Eigentlich gar nicht. Doch, warte. Von... Nee, konnte ich nicht. Och, Mano. Da komme ich natürlich jetzt nicht hin. Gibt es hier nur einen ganz kleinen Moment zum Umschießen? Das wäre ja blöd. Hier so. Hier jetzt durch. Achtung. Oh mein Gott. Da musste man aber schon auf Zack sein. So, jetzt stelle ich diese Verbindung her. Warum ist da so ein Grill? Geht der noch weg? Sonst hätte ich ja einfach Glas gemacht, ne? Ups. So, mal gucken, ob das jetzt so geht, wie ich es mir vorstelle. So natürlich nicht. Und hopp. Und rein und hoch. Okay. Jetzt kann ich... Ach ja, ich musste ja den Würfel dahin bekommen. Oh Gott. Warum sollte man diese Fläche nehmen? Was sollte man jetzt überhaupt machen? Jetzt muss man den Würfel... Ach du Schreck. Jetzt wird es ja ein Drückstrahl. Das heißt, ich gehe hier raus. Beziehungsweise ich... Oh je, Mini. Warte, der Würfel kommt da neu. Ich komme da aber nicht. Jetzt muss ich überlegen. Also ich könnte jetzt wieder da rüber gehen und... Meine Überlegung ist, jetzt ist natürlich als nächstes der Strahl da und ich gehe so da hoch. Aber ich hatte am Anfang, glaube ich, keine... Doch, ich muss ja eine Fläche gehabt haben. Okay, also ich stelle eine Fläche her. Eine Fläche her, eine Verbindung her. Ich werde aber leider den Drückstrahl hier raus schießen. Das ist ja blöde. Wie nehme ich denn gleichzeitig den Würfel mit? So, wenn ich mich jetzt da reinziehe, oder darf das hier erstmal nicht sein, dass ich deswegen nochmal umschieße? Ich kann hier nirgendwo runter... Doch, hier kann ich natürlich runterschießen. Oder sollte ich... Ich brauche dieses Portal, um den Strahl zu haben. Und ich brauche dementsprechend auch den Strahl. Das heißt, ich müsste einmal darüber. Dann brauche ich aber den Würfel neu. Das ist ein Problem. Weil ich kann ihn auch nicht mit dem Strahl da wegmachen. Dann habe ich diese Verbindung nicht mehr. Aber, nee. Ich dachte, ich drücke ihn hier rein. Auch das passiert nicht. Ich soll aber nicht selber mich hier reinziehen, oder? Dann bin ich in so einem kleinen Raum und kann nichts machen. Nee, das ist nicht gut. So, das habe ich alles benutzt. Okay, wie mache ich das? Den Würfel neu rufen kann auch keine Option sein. Da müsste ich dahin. Ich muss also hier drüben angekommen sein und dann was machen? Mit dem Würfel? Das kann ja eigentlich auch nicht gehen. Ich könnte auch erstmal da hochgehen und die Verbindung von da hierhin herstellen. Glaube ich aber auch nicht, dass es... Ich muss einfach mal erstmal irgendwas machen. Hat es was mit dieser Fläche zu tun? Warte. Soll ich nochmal irgendwo... Oh! Oh, muss hier... Muss hier Gel hin? Ach du Schreck. Ach du Scheiße, warte mal. Sieht ja schon so verdächtig aus, als wenn ich hier irgendwas mit Schwung irgendwann mal mache. Okay, heißt, Gel reinziehen. Dann Würfel wegdrücken, damit ich wieder den Drückstrahl habe. Dann Gel rausdrücken.
Okay, jetzt muss ich mal gucken, wie lange das so kommt. Da haben wir noch genug. Und stopp. So, jetzt habe ich hier einen Weg, wo ich was... Oh! Wo ich was mit Schwung machen kann. Jetzt ist die große Frage, schaffe ich es da raus? Dann habe ich die Verbindung tatsächlich... Also jetzt hole ich mir erstmal den Würfel. Dass ich da rausfliege, darüber. Das ist relativ riskant, aber dann kann ich den Würfel mitnehmen. Und kann darüber und habe erstmal den Strahl nicht, aber diese Verbindung gehalten. So, der Würfel wieder orange. Ist nicht so schlimm. Ich speichere das ab, falls es nicht klappt. Und ehrlich gesagt mache ich auch noch einen Sprung zum Ende. Ui! Oh ja! Oh, haha. Normalerweise wäre ich... Oh Gott, ich bin ganz knapp hier angekommen. Ist das richtig gewesen jetzt? Konnte von da oben nur da irgendwo treffen. Da oben, aber nicht hier, logischerweise. Und dieser Grill geht nie auf. Habe ich das richtig gemacht? Ich meine, ich habe noch einen Sprung gemacht. Wir probieren es mal aus, ja? Ich will es mal wissen, weil ich will jetzt hier nichts cheesen. Das wäre nicht so cool. Ich mache jetzt mal ohne Sprung. Ja, scheiße. Soll das eigentlich nicht gehen? Das hat überhaupt nicht ausgereicht ohne den Sprung. Oje, Mine. Das ist jetzt gerade ein blödes Gefühl, weil ich echt... Ja. Ja, auch das ist nicht schön. Weil ich echt nicht weiß, ob das sein sollte. Verdammt. Na, wie sollte denn das sonst funktionieren? Die Verbindung halten. Da wäre ich da unten irgendwo rausgekommen. Bringt ja nichts. Ich muss hier hin und... den haben. So, warte mal. Wenn ich da... Wenn ich mich rübergezogen hätte und der Würfel hätte noch da gelegen. Hätte ich das irgendwie nicht vernünftig lösen können. Dann wollte ich ja die Verbindung dahin machen mit dem Drück. Das kann ich ja sowieso nur machen. Das hätte ich gar nicht anders machen können, weil dafür hätte ich den Würfel weghaben müssen und dann wäre ich da nicht vernünftig rausgekommen und... Ja. Ach, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das war jetzt das, was mir eingefallen ist, aber es ist überhaupt nicht schön. Ich glaube inzwischen nicht so ganz, dass ich hier ankommen sollte, aber es ist halt das, was mir so durch den Kopf ging. Jetzt habe ich es natürlich schon direkt gelöst, ne? Also jetzt bin ich am Ziel mit Würfel. Jetzt hätte ich mal... Jetzt mache ich mal noch eine andere Überlegung. Wenn ich hier ohne den Würfel erstmal irgendwie hätte sein sollen, also praktisch da rauskommen, ja? Was hätte ich dann stattdessen machen können? Dann hätte ich... Also ich hätte auf jeden Fall nur mit dem Drückstrahl zurückkommen können. Also der Würfel hätte sowieso schon nicht mehr auf dem Knopf gelegen. Abgesehen davon, dass ich da nicht gewusst hätte, wie ich anderweitig da ankomme. Ich wäre dann zurückgegangen. Es muss doch was mit diesem Weg zu tun haben, dass man die Fläche nutzt, oder? Finde ich schon ein bisschen krass berechnet, dass man ausgerechnet an dem Ding nicht so schön ankommt. Und das hätte er doch dann anders gemacht, wenn das die Lösung sein soll. Also, was man noch probieren kann, ist... Erstmal abspeichern. Das wird jetzt nochmal ein Experiment. Jetzt, vielleicht war mein Portal nicht hoch genug. Es gibt ja immer so kleine Differenzen. Hier kann man eigentlich nicht viel ändern. Es muss, vorausgesetzt ich springe nicht, muss es unten sein. Und hier verstehe ich nicht, warum er da das Gitter gemacht hat. Ich habe nur orangenes Gel. Sollte es aus irgendeinem Grund da nicht sein? Warum? Verstehe ich nicht. Also jetzt nochmal der eine Versuch ohne Springen. Der wird aber auch nicht gehen. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und also jetzt, wo ich das Portal sehr weit oben gesetzt habe, noch gar nicht gesetzt habe, jetzt gesetzt habe, können wir nochmal gucken, ob sich das überhaupt irgendwie bemerkbar macht, wenn ich springe. Ja, wieder ganz knapp oben angekommen. Also das ist alles nicht schön und ich sehe nichts anderes.
Wenn das die offizielle Lösung ist, dann ist sie nicht so super geil. Das habe ich nicht benutzt. Was bedeutet das, dass ich das nicht benutzt habe? Also ich kann mir keine Würfelopferung vorstellen. Ich habe jetzt noch nicht getestet, ob er Auto-Respawn hat, aber ich hätte ihn da wegbekommen müssen, nachdem ich vielleicht mit dem Strahl darüber bin. Dann hätte ich aber auch diese Bahn nicht orange benutzt. So. Also ich kriege ihn auf die Entfernung dann nicht da weggedrückt, weil ich ja die Verbindung hier hinhalten muss. Ich kann da nicht hoch. Ich glaube nicht, dass ich darüber lenken soll. Irgendwie. Wenn ich rauskomme. Nee, das geht gar nicht. Also da bräuchte ich auch wieder beide Portale hier, wenn ich ihn nochmal da opfern sollte. Abgesehen davon, dass ich dann da unten wäre und nicht rüberkommen könnte. Also, vielleicht sehe ich irgendwas nicht, aber so richtig eine schöne Lösung fällt mir da nicht ein. Finde diesen Sprung nicht optimal. Und da ich jetzt nicht während der Folge nachgucken werde, gibt es dazu vielleicht eine kleine Erklärung am Anfang der nächsten Folge, wenn ich noch was dazu rausfinde. Mit dem Daumen bin ich jetzt vorsichtig. Man sieht es auch hier, ihr seht meine Maus nicht, aber man sieht es in dem Thumbnail ganz deutlich, alle Strecken, die man orange machen soll, wo man sich schnell bewegt, sind mit diesen Lichtstreifen markiert. Deshalb muss es oben genauso stattfinden, wo ich es gemacht habe, ne? Ja. Keine Ahnung. Machen wir mal weiter. Convey, habe ich in irgendeiner Remake-Version schon mal gespielt. War das vielleicht auch wieder Mr. Lambda? Vielleicht ist auch nur der Name ähnlich. Oder es ist... Nein, es ist die tatsächlich. Mal sehen, ob ich sie noch zusammenbekomme. Oh oh. Okay. Ich habe sie damals, ich erinnere mich, habe ich sie noch nicht mal richtig gelöst. Da habe ich irgendwie blöd rumgetrickst. So, also einen Würfel kann man sich reinziehen. Und dann müsste man vielleicht schon schauen, dass man... Genau, da konnte man den Strahl umdrehen mit dem Laserwürfel. Da muss man erstmal den zweiten Würfel bekommen. Es hatte eine sehr schöne Lösung, die ich nicht gesehen habe. Aber ich hoffe, ich sehe sie diesmal. Ich erinnere mich dran, wie sie dann war. So, und zwar... Also hier natürlich erstmal treffen, damit man jetzt den Drückstrahl hat. Dann muss ich runter und kann mir... Warte, da... Kann mir den zweiten Würfel, der ein normaler ist, kann mir den hier hindrücken. Okay, dann sind wir schon mal im Besitz von zwei Würfeln. Wobei, jetzt müsste ich mich schon wieder... ziehen vielleicht? Ich weiß nicht, wie war denn das? Nee, das ist es auch nicht. Ich muss ja zurückkommen mit dem Laserwürfel. So war das, ne? Ja, jetzt kann man wieder überlegen. Jetzt bleibe ich erstmal oben. Schön transparent gemacht hier mit dem Glas. Okay, also es ist ja ganz klar, wie man jetzt... zurückkommt. Eigentlich nur mit dem Drückstrahl. Und zwar von hier oben. Dann muss man aber eine Verbindung haben. Warte mal, Drückstrahl habe ich... Das ist doch nicht so schwer, oder? Drückstrahl habe ich, wenn ich da unten den... Ich glaube, das Problem war, den Laser da so liegen zu haben. Den Laserwürfel da so liegen zu haben, dass er da trifft. Und zwar das Ganze von hier oben irgendwie einfädeln. Das war mein Problem, ich erinnere mich. Verdammt. Weil er muss ja... Wenn ich jetzt oben bin und mit dem Würfel... Warum habe ich eigentlich den zweiten Würfel? Ich gehe nochmal runter. Da muss der Laser rein. Wie war denn das...
Das heißt, ich... Achso, ich muss eine Verbindung herstellen mit dem Laserwürfel hier reinlenken, da rauslenken. Und der gewichtete Würfel muss darauf. Es könnte aber sein... Ja, jetzt bin ich natürlich erstmal wieder unten und habe beide Würfel oben gelassen. Es könnte auch sein, dass es eher was mit einer... Unterbrechung zu tun hat, dass man den Laserwürfel schon richtig ausrichtet, aber den normalen Würfel noch, nee, stimmt ja auch nicht, den normalen Würfel hinterher blockieren lässt, so rum. So, wie machen wir das? Das Problem ist, oder gar nicht Problem, also den richte ich jetzt aus, aber ein Drückstrahl kann ich jetzt erstmal noch nicht gebrauchen. So war das. So, ist eigentlich ganz einfach. Oder? Jetzt ziehe ich mich hoch. So. Ich denke, man muss einfach nur mit beiden Würfeln arbeiten und das habe ich irgendwie nicht geschnallt. So, ich ziehe mich hoch. Dann drücke ich den da weg. Aber dann habe ich ja nicht die Verbindung. Wie machen wir denn das jetzt? Die Kammer gibt es mir doch jedes Mal wieder. Also jetzt könnte ich natürlich auf die... Jetzt kann ich es leider schon nicht mehr machen. Von da hätte ich es machen müssen. Da hätte ich dann jetzt ein Portal gehabt. Ja, das war schon wieder blöd. Und hätte mich drücken können. Aber wenn ich mich darüber drücke... Dann habe ich die Portale so... Das heißt, ich muss danach, wenn ich da drüben bin, es wieder schaffen, auf die Entfernung den Ziehstrahl zu organisieren. Und den Ziehstrahl organisiere ich... Achso, dann da. Genau, also der muss... Ich muss leider nochmal runter. Also der hat... Ich mache mal so eine Verlängerung, die man sich gut merken, oder? Gut merken kann. Das ist doch hier das zweite Panel. Ja, ungefähr. Nee, nicht nur ungefähr, sondern präzise. So, Moment. Nochmal... So, das ist das zweite Panel. Das ist... Nehmen wir das daneben. Ist auch eigentlich völlig egal. So, also... Um das geht's am Ende. Beziehungsweise um das da. Muss ich dann mal gucken. So, wenn ich jetzt den Würfel ein bisschen verschiebe, aber auch nur ein bisschen, weil ich auch gleich wieder alles so arrangieren muss. So. Dann habe ich jetzt den Drückstrahl. Logischerweise. Und den Würfel drücke ich jetzt. Aber wie komme ich denn dann rüber? Ah ne, dann habe ich ja wieder den Ziehstrahl. Dann ziehe ich mich hier rein. So wird es passieren. Also jetzt, ja, ist nicht ganz perfekt von der Sichtbarkeit her. So. Achso, jetzt ziehe ich auch den anderen Würfel wieder hoch. Ist aber nicht so schlimm. Ich warte noch einen Moment. Ja, ist eigentlich ganz simpel jetzt. So, der muss in der Quelle sein. Komme ich hinterher und habe die Verbindung zum Ziel. Darum geht's. Jetzt ist zwar der andere noch da unten, aber da gehe ich gleich runter. Mache ich nämlich diesen hier schon mal. Ja. Ja, ich habe es irgendwie ganz anders versucht früher. Ich brauchte jetzt auch wieder einen Moment, um drüber nachzudenken. Aber ist schon eine coole Kammer. Ist eigentlich nicht zu schwer. Hopp. Und der andere kommt auch mit. Na, sag mal. Stolper ich hier noch? So, da haben wir's. Ja, ist doch eigentlich recht schön. Ich gebe mal den Daumen. Wäre ja fies, so einen Daumen immer nur dem Remake zu geben. Dafür, dass das Puzzle dahinter eigentlich auch schon recht schön ist. Divided, also getrennt. Das ist wieder ein Ziehstrahl, den könnte man mal gebrauchen. Allerdings, wo und wie? Jetzt fällt hier der Würfel und ich kann ja gar nichts machen. Hä? Hoffentlich fällt er nur einmal. Okay, kommt mehrfach. Tja. Jetzt bin ich ja mal sehr ratlos. Habe ich was übersehen?
Hä? Achso, warte mal, so ist ja ein Drückstreifen. Vielleicht sollte ich erstmal rübergehen. Okay, das heißt, ich kann von da aus Sachen organisieren. Ja, irgendwie eine Ver... Ach, da muss er auch noch ran am Ende. Das sieht erstmal alles nicht so kompliziert aus. Drücke ich mal den Würfel rüber. So, dann gehe ich zum Würfel. Warte mal, es wird... ja, mal gucken. Jetzt... wo ist er denn? Hier. Brauche ich jetzt irgendwie einen Ziehstrahlen? Eigentlich nicht. Ich glaube, ich bringe mal den Würfel rüber. Erstmal... hierhin zum Aufhalten. Jetzt müsste ich natürlich den Würfel in den Strahl reinkriegen, dann aber selber wieder rüber. Ja, das ist vielleicht mal gar nicht so schwer, oder? Also, jetzt haben wir offen. Jetzt mache ich einen Ziehstrahl, beziehungsweise habe ja da eine schöne Verbindung, die auch nach oben geht. Muss sie das eigentlich? Ja, muss sie. So, ich ziehe den jetzt rein. Und wenn der an der Quelle klebt... Ach, der kann so lange kleben, wie er will. Der kann auch da kleben. Ich muss jetzt hier nur rumlaufen und orange schießen, damit der nicht wieder rausgedrückt wird. Jetzt habe ich alle Zeit der Welt. Na, jetzt klebt der da. Ich gehe hier rein. Ich kann aufmachen. Ich kann das vorbereiten und das. Okay, die war gar nicht so schwer. Die war tatsächlich nicht schwer. Aber da gab es noch einen zweiten Teil und den gehe ich jetzt an. Und Divided heißt es wohl deswegen, weil man einen Grill dazwischen hat. So, Version 2.0. Schauen wir doch mal. Ja, das geht immer nicht auf der Seite. Da ist das Schildchen kaputt. Ich weiß auch nicht, was ich da falsch gemacht habe oder was B da falsch macht oder ob es überhaupt B ist. Keine Ahnung. Ich werde es wohl nie rausfinden. Gut, ähnliche Situation. Kann ich wieder einmal den Würfel rufen, dass der da mal ein paar Mal fällt. Wahrscheinlich ist es wieder einfach nur ein optischer Aufguss. Hier ist zwar ein bisschen was anders, aber im Wesentlichen eigentlich nicht. Oh, okay, er kommt nur einmal. Das ist ein deutlicher Unterschied. Alles klar. Dann gehe ich mal da hoch, mache auf. Und würde sagen, mach die Verbindung, damit ich den erstmal rausdrücken kann. Okay, das ist ein kleine Veränderung. So. Und so. Kommt man etwas anders an den Würfel ran. Aber die Verbindung habe ich nach wie vor, was irgendwie sehr cool ist. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie es anfing. Also er war nie hier drauf, ne? Er war nie hier drauf. Dann gehe ich wieder so rüber. Bring den Würfel rauf. Wird das jetzt ein Problem, wenn ich ihn raufbringe? Nö. Dann können wir aufmachen. Er kann aufhalten. Ich nehme diese Verbindung. Mache diesen hier. Kommt aufs Gleiche raus. Also ich würde sagen, nur das Würfelholen war anders. Oder ich habe es zumindest anders gemacht. So, jetzt hat man das genau vor der Nase sogar, was man für Portale setzen muss. Und dann hat man es. Und ich habe fast das Gefühl, dass es da mal eine sehr populäre Hammer-Version von gab. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Vor ein, zwei Jahren. Eher zwei Jahren. Kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Die ist mir schwerer gefallen. Also auch nicht schwer gefallen, aber die war nicht so leicht zu durchblicken für mich, wenn es die war. Denn da muss man dann immer noch so ein bisschen die Optik abziehen, ne? Wenn je verzierter diese ganze Umgebung ist, ich gebe dem mal den Daumen. Wenn das sowieso die Basis ist, vielleicht für das Remake, dann hat es auch mal den Daumen verdient, damit es populär wird. Ja, wenn so mehr Verzierungen in der Umgebung sind, dann ist es...
tatsächlich manchmal schwerer, so ein Rätsel zu lösen, ne? Habt ihr vielleicht auch schon mal so erlebt. Okay. Refraction, das war doch wieder... Ah ne, das ist der Umleitungswürfel. Umlenkungswürfel. Warte, das kommt mir auch bekannt vor. Kann es sein, dass da jemand sehr viele Remakes von gemacht hat? Das war... Mal sehen, ob ich es zusammenbekomme. Das war hier rübergehen, Würfel holen, Würfel abfangen. Das war noch nicht so schwer. Die Ecke, da kann ich überhaupt nicht einordnen. zum Zurückkommen, ne? So, Würfel holen. Dann... Es ist der Laserwürfel. Es ist auf jeden Fall was, von dem ich ein Remake gespielt habe. Dann kann ich da rübergehen und den Würfel hinlegen. Und dann wird es wahrscheinlich... ein Ziehstrahl. So. Nee, ich komme so rüber. Was soll denn die Ecke da? Jetzt muss ich aber überlegen. Jetzt ging es nämlich, glaube ich, erstmal da hoch. Ich habe leider schon ein bisschen gedanklichen Vorsprung. Es tut mir sehr leid, aber was will man machen, ne, wenn man schon mal ein Remake gespielt hat. Man kann im Workshop leider, ich achte da in den letzten Jahren mehr drauf, aber man kann nicht einfach alles chronologisch spielen, weil ständig Leute irgendwie Remakes machen und entweder du kennst dann die Originalmap und spielst halt das Remake. So, jetzt muss ich mal überlegen. So ganz weiß ich es gerade auch nicht. Aber ich weiß noch, dass man den Würfel da... Ja, oder umgekehrt, ne? Du hast erst das Remake gespielt, das wollte ich sagen. So, ich habe jetzt da... Was mache ich jetzt? Auf jeden Fall den Würfel irgendwie wegmachen. Wenn ich ihn dahin fallen lasse, bringt mir das nicht so viel. Was ist, wenn ich ihn hochdrücke? Das bringt ja gar nichts. Oh, das hat erstaunlicherweise geklappt, aber das ist es jetzt eigentlich auch nicht. Oh, ich glaube, ich habe sogar was sehr Blödes gemacht. Da muss ich mich zurückziehen. Ach nee, das ging anders. Jetzt weiß ich es. Okay. Ich muss es nochmal neu arrangieren. Das war an der Stelle blöd. Da hatte ich praktisch zu viel Wissen. So, jetzt ziehe ich mich wieder hier hoch. Und shit. muss ich mal da runter. So. Ja, da war ich gedanklich einen Schritt zu weit. Da passiert nämlich Folgendes. Also das ist nach wie vor irrelevant, behaupte ich. Ziehe mich aber erstmal wieder darüber. Und brauchte da unten... Ach ja, genau. Da unten war das Ziel. Ich musste aber erstmal irgendwie wieder... Was musste ich denn machen? Hier kam... Der Laser auch durch. Und hier kann ich mich erstmal hinziehen. So. Jetzt habe ich nämlich die Verbindung hierhin. Und kann... Man sieht den Ausgang eine Weile nicht. Also wenn ich jetzt nicht noch gewusst hätte, dass der da ist, dann hätte ich das auch nicht so einfach hinbekommen. Man kann jetzt Folgendes machen. Man kann jetzt den Würfel dahin plumpsen lassen. Dann hat man den Drückstrahl. Dann... Geht auch nicht so ohne, oder? Was mache ich denn jetzt? Lass ich mich da reindrücken? Ja, lasse ich tatsächlich, genau. Jetzt gehe ich wieder hier rein. Jetzt kann ich von hier den Ziehstrahl machen, oder? Was habe ich denn dann davon? Was brauchte ich denn dann da unten? Brauchte ich da den Würfel auch nochmal? Ehrlich gesagt brauche ich den Drückstrahl. Oder musste ich nur den Würfel mitnehmen und nicht den Laser? Ja, ich habe jetzt leider den Ausgang nicht im Blick. Vielleicht doch den Drückstrahl. Das könnte jetzt in die Hose gehen, wenn ich den Laser irgendwie brauche. Brauchte ich den Laser oder brauchte ich nur den Würfel? Brauchte den Laser, okay. Tja. Ach so,
Ich musste. Nein, jetzt. Das war jetzt ärgerlich. Ich musste den Laser einfach nur dahin ausrichten. Ich brauche den Würfel gar nicht, ja. Der ist. Also. Der ist jetzt nicht versteckt, der Ausgang, aber wenn man zu schnell ist, guckt man da nicht hin. Und ich spiele die Kammer schon zum zweiten Mal und gucke da nicht hin. Kann ich natürlich auch auf meine Kappe nehmen. Aber ich sag nur mal, es kann passieren, ne? Also man soll ja immer versuchen, die Dinge so gut wie möglich sichtbar zu machen. Okay, so, jetzt kommt aber wieder erstmal die Nummer. Und dann machen wir es nochmal richtig. So, also hier hoch. Darüber. Würfel fallen lassen. Rückstrahl bekommen. Selber zum Würfel gehen. So. Aber hat eine schöne Transparenz, diese Kammer. Gefällt mir. So, der Rückstrahl kommt dahin. Der Würfel bleibt hier. Ups. Der zielt schön gerade da auf die Mitte. Und dann passt der Rest. Und die Ecke ist nach wie vor unbenutzt. Ich kann mich allerdings erinnern, dass ich ihn mal, dass ich sie mal, also die Kammer. Warte mal, ist das. Ich brauche ja den Strahl gar nicht. Gehe jetzt einfach nur da runter und zwar gleich mit dem Laser. Zack, getroffen. So. Kann mich erinnern, dass ich in dem. In der Compilation. Oder in dem Remake, wo ich es gespielt habe, sie nicht so kompliziert fand. Ich habe mich zwar jetzt hier einmal vertan und es hat ein bisschen gedauert, obwohl ich sie schon kannte. Ach, was soll's, ich gebe den Daumen. Für Originalität. Im Sinne von originale Map, nicht originelle Map. Schlecht ist sie ja auf gar keinen Fall. Cubed. Verwürfelt. Oder so ähnlich. Okay, oh. Da hinten muss was gemacht werden für einen Ausgang. Okay. Da könnte ich mich jetzt rüberziehen. Das wäre aber keine so coole Idee. Dann klebe ich da. Oder ich kann mich da weiterziehen. Okay, ich kann mich da weiterziehen. Dann mal los. Ein bisschen hoch könnte ich auch. Warum auch immer. Hm. Da kommt ja noch so einiges. Okay. Gibt es hier die Möglichkeit, Verbindungen herzustellen, ja? Oh, warte mal, da kann ich auch... Da kann ich ganz hoch gehen. Warum sollte ich das tun? Hm. Also zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich es nicht. Will ich da raus? Hat es hier was mit Schwung zu tun? Hier kommen drei Würfel? Was geht denn da ab? Den Laser kann ich noch nicht nehmen. Okay, ich kann erstmal darüber gehen. So, dann würde ich sagen... Oh nein, ach so. Oh, das ist ja tricky. Ich muss den Strahl holen. Eine Sache muss ich jetzt auch mal ausprobieren, ob das Auto-Respawn hat. Okay, dann ist es eigentlich nicht mehr so schwer. Dann geht man zurück und kann mit dem Strahl arbeiten, ja. So, warte mal. Also hier haben wir ja die Lösung. Ach so, ich kann ihn sogar... Ich soll ihn sogar holen, ja? Okay. So, dann haben wir jetzt drei Würfel. Jetzt muss ich hier... Oh, jetzt muss ich hier Sachen hinkonstruieren. Also da geht's ja wohl mal los. Ich gehe erstmal wieder zurück. Die kleben jetzt alle an der Quelle. Ich habe die Verbindung hierhin. Die könnte mir sogar was... Nö. Die könnte mir nichts helfen, denn jetzt muss ich... Ach du Scheiße. Hm. Warte, ich konnte doch den Strahl... Nee, diesmal kann ich ihn nicht umdrehen. Ja, schade auch. Nehme ich sie jetzt alle mit, oder... Also der eine ist an der Quelle, schießt darüber. Geht das schon? Wahrscheinlich nicht. Dann bräuchte ich ja nur zwei. Ich muss es ausprobieren. Ja, also ich komme jetzt hier nicht anders
Eigentlich nehme ich schon gleich mindestens zwei. Ich denke, ich nehme alle mit. Ich komme da drüben an, ich gehe darüber und dann mache ich die... Einen muss ich aber auch dahin packen. Allerdings die Verbindung werde ich gleich nicht mehr haben. Aber ich komme ja da an, ich nehme sie alle mit. Bringt ja nichts, wenn die hier irgendwo kleben. Ich meine, was soll mir helfen? Ich hoffe nur, dass die alle da jetzt gegrapscht werden von dem... Von dem seitlichen Strahl, den ich gleich schießen werde. Oh, sonst verliere ich wieder einen. Ist ja auch dumm. Ich dachte schon, wir hätten irgendwie den Glitch. Okay, ich hoffe, mich greift es auch noch. Oh Gott. Okay, wir sind alle da. Ha! Oh Gott. Mein Gott, bin ich ein Künstler, ne? Alle noch am Leben. Jetzt wollte ich darüber. Und muss sie auch wieder alle reinbringen, weil ich hier nicht mehr hoch... Ach doch, kann ich. Also mit Orange. Gut, dann machen wir mal. Okay, ich sehe schon. Das war das Problem. Das heißt, einer muss tatsächlich da liegen bleiben. Mal gucken. Nee, auch nicht. Der... Mist. Jetzt muss ich gucken, wo ich lang gleite. Da muss ich am Ende ankommen. Das ist ja sehr interessant. Hm, wo kann man sinnvoll lang schießen? Also da... Kann man ja schlecht irgendwie was machen. Da sehe ich auch nichts. Muss da einer rein am Ende? Warte mal. Nee, das bringt nichts, wenn da einer liegt, oder? Oh Gott, das ist, glaube ich, gar nicht die Lösung. Irgendwie. Also, was ist das Knappeste, was ich hinkriege? So. Ja, das geht nicht. Ah! Dann müsste man den nächsten hier, das geht nicht. Und dann einen da hinlegen. Ne, das soll es nicht sein. Das soll es auf jeden Fall nicht sein. Tja, das ist ja sehr interessant. Okay, wo geht dann der erste Laser hin? Da drüben hin ist doch Quatsch, oder? Ich habe schon überlegt, dass... Oh, warte mal. Muss er in irgendeine Fläche rein? Nee. Da kann ja keiner liegen. So, kann auch nichts nach oben zeigen, nichts in die Richtung. Weiter. Ach so. Nicht, dass ich dann hier diesen mache irgendwie. Ich kann sowas nicht. Das ist es gar nicht. Das ist es überhaupt nicht. Beziehungsweise, dass so ein schräger Laser da hinten wieder irgendwie sinnvoll rauskommt. Ich glaube nicht. Da müsste man jetzt echt zu viel überlegen. Ich meine, ich kann es ja mal probieren. Ist Quatsch, ne? Vor allen Dingen, wenn ich den Laser jetzt, ups, darüber. Ich müsste auch nochmal dahin, ehrlich gesagt. Aber wenn ich da einmal gucke, dann ist wieder vorbei. Dieser Anfang ist mir noch nicht klar, wo es hier zuerst hin soll. Wenn ich dahin schieße und dann als nächstes dahin, dann glaube ich nicht, dass ich von da treffen konnte, oder? Man muss es ausprobieren, aber ich speichere das erstmal, sonst ist es irgendwie zu unklar. Das war nämlich hinter Glas, genau. Also da muss definitiv ein Würfel liegen. Warum kann ich hier hin? Soll da ein Laser rauskommen? Das könnte alles so multifunktional sein hier. Dass der hier trifft, der längste Würfel da. Aber dann müsste ich gerade irgendwo reintreffen, dass er hier... Nee, muss ich nicht unbedingt. Okay, ich denke, es wird der hier. Also der da. Deshalb nochmal einen Schritt zurück. Seid mir nicht böse, aber das will ich nicht alles nochmal herstellen müssen. Also, ich habe noch die Verbindung dahin. Das heißt, ich mache den jetzt so schräg. Da einfach mal in die Mitte. Das muss irgendein Teil der Lösung sein. Dann gehe ich jetzt, so wie ich es schon hatte... Oh ne, jetzt muss ich einen Würfel dahin bringen. Das ist ja scheiße.
Aber einen bringe ich schon mal zum Ziel. Einen brauche ich am Ziel. Dann gehe ich selber wieder mit dem dritten darüber. Der kommt jetzt mit mir hier hin. Und wird vorbereitet. Den muss ich dann nur noch treffen. Den kann ich ja mal so nah wie möglich, ehrlich gesagt, daran legen, damit ich ihn gut sehen kann. So. Und jetzt geht's mit mir zum... Ich habe noch gar nicht ausprobiert, wie dieser Winkel funktioniert, ne? Das könnte man jetzt bei der Gelegenheit auch mal machen. Nee, ich wollte ja von da raus schießen. Shit. Ich kann es nicht mehr ausprobieren, fürchte ich. Oh. Na gut, egal. Gehe ich mal darüber. Und vielleicht habe ich Glück. Ich meine, was kann man mit dem Winkel sonst machen, außer da irgendwie treffen? Das ist ja... Geht ja kaum was anderes. So. Das heißt, den nehme ich mir jetzt von hier oben noch. Den brauche ich dann hier unten. Ups. Im letzten Moment hat wieder mal die... Traktorkraft nachgelassen. So, jetzt wird der Laser geholt. Dann wird der Laser rausgeschossen und es klappt überhaupt nicht. Und es wird auch nicht von da klappen. Scheiße. Das kann nicht wahr sein. Wie? Ach Mann, ey. Ich hasse so eine Lasergeschichten. Ist hier noch irgendwas? Kann der irgendwie gerade kommen? Kann er doch nicht. Scheiße. Wie holt man den? Ist mir völlig unklar. Geht er doch da? Ach so. Jetzt weiß ich's. Geh nochmal einen Schritt zurück. Hoffentlich hilft's mir. Der... Ja, es... Nee, kann auch nicht gehen. Nein, jetzt habe ich mir zu viel vorgestellt. Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich den so hier rüber mache. Das geht auch gar nicht. Ich wollte hier einen liegen haben für einen geraden Laser, dass der... Ja, eigentlich müsste es funktionieren. Aber jetzt kann ich den wieder nicht so präzise treffen. Mann, das gibt's doch gar nicht. Ey, das ist doch alles viel zu knapp hier. Scheiße. Oh, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das ist ein gerader Laser, aber das ist nicht schön. Also die Idee war jetzt... Vor allen Dingen geht's nicht, weil ich nur mit dem Strahl da zurückkomme. Und dann würde ich den wieder wegziehen. Das würde, könnte aber bedeuten, dass ich hier so ein bisschen schräg treffe. Ein bisschen schräg ist okay. Da wieder ein bisschen schräg könnte klappen. Und es geht nur auf der Seite, weil ich... Ich gehe nochmal zurück. Dann brauche ich es nämlich auch nicht so knapp machen. Nicht ganz so knapp. So, es geht nur auf der Seite, weil ich anders hier nicht durchkomme. Das heißt, ist das ein Hinweis, dass ich glatt dahin zielen soll? Dann wird der Winkel aber immer krasser, ne? Dann, nee, das geht ja gar nicht. Das... Nee. Das ist zu weit. Also ich mach mal so dazwischen. So, und jetzt ist auch schon recht weit weg. Jetzt so, aber dann ist es schon wieder ein krasser Winkel. Vor allen Dingen ist es der gleiche Winkel, den ich da gehabt hätte. Der hat mir ja nichts geholfen. Und wenn ich dann... Dann komme ich da auch wieder nicht vernünftig raus. Oder kann man jetzt... Hä? Wo ist der Laser? Nee, jetzt kann man auch nicht dadurch. Ach, das ist so alles furchtbar. Mein Gott. Nee, sorry. Also, ich probiere es nochmal knapp, auch wenn das jetzt auch keine schöne Lösung ist. Soll hier irgendwas anderes passieren? Also mit der Bodenfläche fällt mir nichts mehr ein. Ich könnte es mir ja, wie gesagt, vorstellen, dass mit der Fläche was ist, aber habe ich ja eigentlich schon widerlegt. Dass die nicht nur für den Strahl ist zum Ziehen, sondern, also für den Traktorstrahl, sondern auch für den Laser jetzt irgendwie noch weiter verwendet wird. Oder wird irgendwie anders... Wird da anders gerade drauf geschossen, kann man auch nicht machen. Oder? Nicht wirklich.
Ach, ich weiß es nicht. Ich versuch's so zart wie möglich mit dem Winkel. Ist schon super gefährlich hier, wenn jetzt der Ziehstrahl kommt. Ich probier's mal. Okay, er zieht ihn nicht. Was wollte ich jetzt machen? Jetzt nehme ich den und gehe hoch. Ich sehe schon, dass das wieder nicht funktioniert. Und gucke nochmal. Warte. Ach, der muss ja noch da drüben hin. Warte, wie war jetzt die Idee? Das geht ja überhaupt nicht. Jetzt habe ich sie alle in Benutzung und bin noch nicht mal da. Aber einfach, um es mal zu testen. Oh. Guck an, dieser Winkel funktioniert. Hä? Das geht natürlich das nicht. Heißt, wenn ich einen flacheren Winkel am Anfang hinbekomme, ist das dann die Lösung? Dass ich einen Würfel weniger habe? Also, nochmal hier rein und diesen hier. Aber der ist zu krass, der Winkel, denke ich mal. Müsste man ausprobieren. Also einen dahin. Dann ehrlich gesagt einen Würfel nochmal mitnehmen. Und kann ich hinschießen? Und da schon mal, das steht ja sowieso fest. Das könnte man eigentlich dann auch mal abspeichern. Also, hier am Ziel muss doch einer so liegen. Da kann doch von außen, kann da definitiv nicht getroffen werden. Also muss hier einer liegen. So, von wo kriegt der's? Der kann's doch nur von da kriegen. Der kann's aus keinem Portal rauskriegen. Der muss selber mindestens hier liegen. Ja. Also ich lege ihn nah ran, ist immer noch meine intuitivste Idee. So, also einer liegt da bereit. Jetzt muss ich mich wieder rüberziehen. Anders schaffe ich es nicht. Ich habe den Winkel, der wird nicht funktionieren, fürchte ich. So, ach nee, jetzt habe ich ja noch den einen da drüben. Mist. Den kann ich allerdings jetzt hier hin ziehen. Sollte ich erstmal den Winkel ausprobieren, ob das überhaupt geht. Dass da was rauskommt. Das ist doch nicht ohne Grund, oder? Ach nö, jetzt kann ich den. Doch, kann ich. Ich dachte, kann den wieder nicht treffen. Ah, der ist zu steil. Es geht einfach nicht. So, wenn der da oben rauskommt. Dass es irgendwie dahin geht, wäre auch Quatsch. Dann bräuchte ich einen Würfel weniger. Kruzifix, ey. Wie geht denn das? Warum stehe ich hier? Was mache ich hier? Das gibt's doch gar nicht. Ein Würfel ist verbraten. Der ist am Ziel. Wie schafft man es mit zwei Würfeln? Muss ich irgendwie... Ich habe schon überlegt, ob ich einen Würfel ziehe. Und irgendwo vielleicht noch maximal an eine Wand klebe. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Nee, ich wollte gerade sagen, ich klebe da einen gegen, der zielt dann da drauf, trifft da gerade, aber was habe ich denn davon? Kann ich Laser und... Nee, kann ich auch nicht kombinieren. Den Strahl und den Laser. Ach Mann, oh. Dass ich den hier zurück... Müsste ich da wieder treffen. Boah, das macht mich wahnsinnig, ne? Dass ich da einen Würfel vorbereite, der hier rüber geht und dann da umleitet. Aber dann müsste wirklich der Laser und der Traktorstrahl da rauskommen. Das kann ich nicht hinkriegen. Oder kann ich? Kann ich nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das muss doch irgend so eine Lösung sein. Okay, ich denke, es sind überhaupt keine krummen Winkel. Also wo? Wo und wie und überhaupt? So. Wenn ich jetzt den anderen Würfel, den dagegen klebe. Ey, das hilft doch nichts. Dann kann ich den Laser gerade da reinlenken. Das bringt doch auch nichts. Da muss ich halt immer mit dem Strahl irgendwie arbeiten. Warte, ist es ein Ziehstrahl? Nee.
Es geht einfach alles nicht. Das gibt's doch nicht. Dann kann ich zwar den Laser tatsächlich in den Ziehstrahl reinbekommen. Aber dann ist der da oben. Und da oben kann ich auch nichts mehr machen. Hey, das kann doch nicht wahr sein. Also da würde ein Würfel kleben. Ist das irgend so eine komische Konstruktion? Da würde ein Würfel kleben. Es bringt nichts. Soll der da hin? Soll der hier hin? Soll der in den Strahl rein? Warte. Ach so. Gottes Willen, ey. Das ist kompliziert. Also jetzt beide da... Nee, auch nicht, auch nicht. Mann, ich wollte jetzt einen da dran kleben haben, dass er dahin zielt, aber ich brauche doch einen da am Ziel, am Laserziel. Alter, kann man mir nicht mal einen Würfel mehr geben hier. Das kann doch nicht sein. Was ist denn das? Was sind denn das für komische Wege hier? Wo soll denn dieser Laser hin, verflucht noch eins? Allein der Start hier ist total hinderlich. Der muss doch hier irgendwo mal vernünftig rausgehen. Soll er hier an der Quelle? Kann er auch nicht sein, weil ich ihn nicht hochdrücken kann. Außerdem, ich kann niemals... Das ist mein großes Problem. Ich kann niemals mit dem Traktorstrahl arbeiten und noch irgendwelche anderen Portale machen. Es sei denn, ich kombiniere was. Und das schnalle ich halt nicht. Da muss irgendwas... Irgendwas muss kombiniert sein. Also das würde ich jetzt super dumm finden, wenn ich das hier um die Ecke mache. Ja. Ehrlich gesagt sah es jetzt sehr danach aus, als wenn das möglich ist. Hm. Wehe, ich sag wehe. Ach, das ist doch blöd, oder? Es ist auch viel zu knapp, um eine legitime Lösung zu sein. Abgesehen davon, wie komme ich jetzt... Doch, ich komme jetzt wieder ins Ziel. Hat der den Winkel nicht bedacht? Das ist garantiert nicht die Lösung. Diese Balkone da, die irritieren mich. Muss man da irgendwo stehen und was treffen? Soll der Laser von da zurückkommen? Wenn ja, wie? Das ging mit dem Winkel ja gar nicht. Soll er hier raus? Ich habe irgendwie alles durch, gedanklich. Geh jetzt hier raus. Das schmeckt mir nicht, Leute. Das ist auch nicht. Das ist ja eine Lösung, die überhaupt nicht... überhaupt keiner Finesse entspricht, ne? Ist ja vollkommen klar. Soll da ein Würfel liegen, der später noch irgendwie weggeholt wird? Weil das ist ja auch so eine auffällig große Bodenfläche. Das ist alles total merkwürdig. Also mir fehlt hier ein bisschen die Eindeutigkeit. Das ist nicht schön. Ich habe versucht, alle möglichen Flächen doppelt zu benutzen mit Laser und hast du nicht gesehen? Mit, also gedanklich zumindest, mit Würfel an die Wand kleben. Laser irgendwo durchleiten. Aber es hätte in Kombination immer nur zur Folge, dass ich den Laser hier oben hole. Und was soll ich mit dem, wenn er hier oben ist? Ne? Das ist die falsche Höhe, um ihn da nochmal irgendwie hinleiten zu können. Irgendwo aus der Decke rauskommen lassen, kann nur da stattfinden. Da drüben war es an der Wand. Und der Boden... Also einen Laser von oben kommen lassen und dann irgendwie hier einen Würfel haben und da noch hin. Also dann müsste es die Fläche sein, da... Ich meine, das ist auch extra tief eingelassen. Vielleicht einfach aus dem Grund, weil man ihn genau da nicht rausschießen soll. So, soll man mit dem Ding arbeiten, ist die Frage. Habe ich vorher zwar schon gemacht, wo ich mich darüber gezogen habe. Das dient dann auch als Verbindung darüber, aber... Da kann man noch am besten, ohne dass es ein unmöglicher Winkel ist, da kann man noch am besten den Laser hinschießen. So, dann hat man den Laser da, dann könnte man ihn da nicht direkt rüberschießen.
auch nicht gerade rein. Abgesehen davon, dass man da den dritten Würfel definitiv braucht. Da lege ich mich auf jeden Fall fest. Also hätte man da einen Würfel verbraten und da den zweiten, weil man die Fläche nicht direkt treffen konnte. Oder? Wenn man sie getroffen hätte, wäre es vielleicht so ein Ding gewesen, dass es hier rausgekommen wäre. Aber das sah mir nicht so aus. Kann jetzt auch nicht zurückgehen. Also, nee, konnte ich nicht treffen. Ich konnte da nur ganz knapp irgendwie vorbei. Meine ich mich jetzt zu entsinnen. Nee, also das... Da habe ich irgendwas noch nicht richtig erfasst. Vielleicht ist es eine schöne Kammer. Vielleicht hat sie einen tollen Kniff, den ich überhaupt nicht gesehen habe bisher. Ja, also wie gesagt, zwei Kammern werde ich wohl nachgucken bis zum nächsten Mal. Diese hier gehört sehr dazu und ich glaube die erste heute auch. Ich habe schon wieder ein bisschen vergessen, was da war. Aber ja, vielleicht werde ich auch Kommentare lesen und gucken, ob ich mich inspirieren lassen kann, selber noch eine Lösung zu finden. Seid mal gespannt, beim nächsten Mal schaue ich mir das an. In der nächsten Edition von ihm gibt es die Aufklärung. Ja, also bis dann. Tschüss.